Ich unterrichte total gerne an der Franziskusschule Erkelenz, weil ich finde, wir haben ein ganz besonderes Klima, weil wir uns so untereinander haben ein wahnsinnig harmonisches Verhältnis. Wir sind eine Schule an zwei Standorten, in Erkelenz und in Huverath. Die gemeinsame pädagogische Haltung muss man sich immer wieder im Alltag auch erarbeiten. Also bei uns lernen nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer. Also ich finde gut, dass man hier nicht so Lehrer hat, die so motzig sind. Ich finde die eigentlich alle nett und auch witzig. Wir agieren hier an der Schule immer stärkenorientiert. Wir schauen also als erstes mal darauf, welche Begabungen, welche Talente bringt denn das Kind mit. Das wird dann auch im Baum des Könnens reflektiert mit den Kindern gemeinsam. Du hast auf jeden Fall schon einen sehr guten Start gemacht, ne? Dass du offener geworden bist und dass du auch nachfragst, wenn du was nicht verstanden hast. Das machst du auf jeden Fall richtig gut. Und ich glaube, der Baum sieht schon sehr gut aus, oder? Wir haben vor ein paar Jahren im Grunde festgestellt, dass man so als Lehrer ein bisschen dazu neigt, immer so, ne, du kannst das nicht, da brauchst du noch Hilfe. Und wir wollten es eigentlich andersrum machen. Wir haben an unserer Schule Trainingsprogramme entwickelt, die den Schülerinnen vom 1. bis zum 4. Schuljahr angeboten werden. Da ist einmal das Erkelenzer Trainingsprogramm der Daseinskompetenzen. Da geht es darum, die emotionalen und sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Alle Kinder, die Ronaldo mögen, kommen bitte in die Mitte. Die Kinder in der Mitte applaudieren und die außen stehen, weil wir wollen halt so den Kindern zeigen, dass es gut ist, dass sie ihre eigene Meinung gezeigt haben. Uns ist das ganz wichtig, dass die Kinder mit einem guten Gefühl in die Schule kommen und dass wir so auch in einer guten Atmosphäre zusammenarbeiten können und auch lernen können. Mir gefällt das richtig gut, weil dann lernt man die anderen Kinder auch noch von einer ganz anderen Seite noch mal kennen. Wir versuchen auch, Schülerinnen und Schüler in tiefere Lernprozesse zu bringen, nämlich indem sie in realen Situationen lernen können. Das sieht man beispielsweise schön auf unserem Schulacker. Mir gefällt die Ackerschule sehr gut. Da kann man sich auch bewegen und lernt auch noch was von der Natur. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, für die Kinder zu erfahren, wie so ein Ökosystem funktioniert und sich selbst wirksam zu erleben, zu sehen, wir können was dafür tun, dass unsere Natur und unsere Umwelt so erhalten bleibt. Es kommt nicht hauptsächlich darauf an, den Kindern die Lerninhalte Mathe, Deutsch beizubringen, ist natürlich ein wichtiger Fokus, aber dass es den Kindern dabei gut geht und die auch einen guten, ja, für den weiteren Lebensweg einen gut gefüllten Rucksack haben, das ist uns sehr wichtig.